Hi, mein Name ist Jonathan und in meinem letzten Video habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich auch sehr gerne koche, denn ich habe ja Gnocchi-Bretter gebaut. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein gutes Schneidebrett und das baue ich jetzt. Also viel Spaß mit dem Video. Für dieses Projekt benutze ich Eiche, denn Eiche hat viele Gerbsäuren und die sorgen dafür, dass Eiche gut mit Wasser umgehen kann. Außerdem finde ich, dass das Hirnholz von Eiche sehr schön aussieht. Und da ich keinen dicken Hobel habe, habe ich zuerst alle Stücke festgeschraubt und danach alles plan gepresst. Und danach habe ich zum dritten Mal wieder alles rausgetragen, aufgebaut, plan gefräst, aber dann angefangen mit dem Schleifen.
Zuerst habe ich es mit meinem Schwingschleifer probiert, aber da kann ich gleich nur sagen, probiert es gar nicht erst. Das klappt bei Hirnholz überhaupt nicht. Also da muss man schon wirklich ein etwas aggressiveres Schleifgerät haben. Und deswegen habe ich mal meinen Opa gefragt, ob der noch ein Schleifgerät hat. Denn der hat früher auch mal die Türen geschliffen und dann neu lackiert. Und so hatte ich dann einen Tag später ein Exzenter und ein Bandschleifer bei mir. Da die Schleifbänder schon jetzt wirklich viele Jahre nicht benutzt wurden, war der Kleber einfach so spröde, dass sie nach ungefähr einer bis vielleicht mal vier Minuten direkt gerissen sind. Und ja, ich habe sie auch richtig rum eingelegt. Und dann habe ich einen Teil mit etwas Leim und die anderen mit Sekundenkleber einfach wieder zusammengeklebt. Und dann haben die wirklich wieder richtig gut gehalten und man konnte wieder viele Minuten damit schleifen. Als Öl für dieses Projekt benutze ich Mineralöl, weil es lebensmittelgeeignet ist, es ist farb- und geruchslos und außerdem ist es nicht aushärtend. Deshalb muss man sich keine Sorgen machen, dass so eine komische, klebrige Schicht entsteht, wenn man das Öl nicht schnell genug wieder abnimmt. Und so ein Endgrain-Schneiderbrett, das zieht echt richtig viel Öl. Also man sollte auf keinen Fall zurückschrecken, irgendwie zu viel zu nehmen, denn das wird wirklich alles mit der Zeit oder spätestens nach einem Tag ist das alles aufgesogen. Für die letzte Schicht habe ich dann ungefähr 3:1 Mineralöl mit Bienenwachs im Wasserbad in einem alten Marmeladenglas schmelzen lassen. Und als es dann am nächsten Tag abgekühlt war, war dann daraus so eine feste Mischung entstanden. Und die habe ich dann einfach etwas auf dem Brett verteilt. Und einige Stunden später habe ich noch das, was noch davon übrig war, auf dem Brett einfach abgenommen. Und dadurch riecht halt das Brett richtig schön nach Bienenwachs. Und außerdem ist das Holz sehr, sehr, sehr viel resistenter gegen Wasser. Und dieses Finish kann man einfach jeden Monat einmal erneuern. Das heißt, man nimmt einfach wieder so eine kleine Menge davon, streicht es auf das Brett drauf und wischt den Rest davon wieder ab. Und so sieht es dann fertig aus. Aber warum ist denn so ein Endgrain-Schneidebrett überhaupt besser als ein normales Schneidebrett? Das ist eigentlich ganz einfach. Also einerseits, es sieht natürlich sehr schön aus und andererseits bleiben die Messer länger scharf, wenn man darauf schneidet und das Brett bekommt nicht so schnell solche Schneidspuren. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und danke, dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal in einem neuen Video.